Bienensummen in einem stockdunklen Labyrinth lauschen oder sich per Bluescreen in einer anderen Welt bewegen. Das können Kinder endlich wieder im Kindermuseum Explorado. Nach der letzten Schließung im April freuen sich jetzt am meisten die jungen Besucherinnen über die Öffnung. Also ich fand es hier schön, weil man konnte halt viele Experimente machen, die man halt sonst in anderen Sachen nicht machen könnte. Und das ist halt mal wieder was anderes. Damit die Kinder sich aber überhaupt in die Ausgrabungsstätte oder an das Klavier setzen können, musste im Museum ein Hygienekonzept her. Daraus ist unter anderem die Smartphone-geführte Entdeckertour entstanden. Sie erklärt den Erziehungsberechtigten die Exponate kurz und knapp und per QR-Code vor allem kontaktlos. Die Eltern können sich das anschauen, wenn die Kinder schon mal anfangen, und dann erklären das die Eltern einem. Das ist eine ganz gute Geschichte. Also es ist eigentlich perfekt. Besser, als wenn man es einfach vorlesen würde. Besser und digitaler. Was als Corona-Hygienekonzept gestartet ist, könnte sich in Zukunft vielleicht etablieren. Ob das Museum die Smartphone-Tour nach der Pandemie beibehalten will, steht laut Carsten Tannhäuser aber noch nicht fest. Das würde ich jetzt offen lassen. Also man kann auch beides kombinieren vielleicht. Ja? Wir haben aber auch gesehen, dass es mit einer Entdeckertour auch spannend sein kann im Kindermuseum. Und warum nicht? Carsten Tannhäuser und sein Team mussten neben den digitalen Erklärtafeln auf dem Handy auch noch weitere Vorkehrungen treffen. Wir mussten selbstverständlich einen Teilbereich hinten, wo die Kettenreaktion stand, schließen, weil wir jetzt ein bisschen Fläche noch brauchten, sozusagen, um Platz zu schaffen. Also die Exponate haben wir ein bisschen auseinandergezogen, nicht mehr so eng. Viel Fläche bietet das Explorado derzeit auf alle Fälle. Bis alle Bereiche für die Besucher wieder geöffnet werden können, bleiben neben dem Käsebrett und der Magnetbrücke dennoch jede Menge Möglichkeiten für Spiel und Spaß.